So, und damit sind wir wieder dabei. Vardi versus Wer wird Millionär, dritte Edition. Mein Gott, war das spannend! Mein Gott, war das spannend! Ja, für die, die den ersten Teil jetzt nicht gesehen haben, wie zum Beispiel der Big Basti, schönen guten Abend. Schaut es euch dann später nochmal auf unserem YouTube-Kanal an. Dort wird es dann die Tage, die ganzen Sessions, also die ganzen Teile hier nochmal zu sehen geben. Ja, Wer wird Millionär, dritte Edition, heißt es heute durchzuspielen, bedeutet 15 Fragen bis zur Million und Wer wird Millionär-Intro-Einspiel, genau. Das wollte ich ja eigentlich auch zu Beginn noch machen, aber mir wurde ja auch darauf hingewiesen, wegen der GEMA und Urheberrecht ist auch ein bisschen schlecht. Wie läuft das Ganze ab? Ganz einfach. Ich brauche ohne jegliche Unterstützung vom Internet. Eigentlich wäre das ja auch jetzt vorhin so zum Teil gewesen. Also ich habe vier Joker, 50-50. Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Und der vierte Joker ist ein selbst eigenständiger Joker, nämlich der Chat-Joker. Der ist jetzt wieder aktiv. Das sieht man gar nicht. Der Chat-Joker. Der ist jetzt wieder aktiv. Das ist jetzt hier so mal als Symbol so gesehen, weil ich halt konnte keine Grafiken basteln, weil OBS unter anderem den Emulator, worüber wir das spielen, nicht richtig. Können wir auch mal hier so reinsetzen. So, jetzt habe ich den hier. Das ist jetzt der Joker, der hier so drin ist. Nicht so richtig reinsetzen können. Sollte ich diesen Joker einsetzen, dann aber auch nur, wenn ihr schreibt, ich weiß die Antwort. Eventuell, also vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist Sache von euch, ob ihr das wissen wollt oder nicht. Wir haben es jetzt vorhin bis 16.000 Euro geschafft. Einmal, das reicht schon mal. Beim zweiten Mal aber müssen wir es nochmal schaffen, damit wir überhaupt noch eine Runde spielen. Das ist jetzt Versuch Nummer 3. Wir haben es Viertel nach 9. Bis 11 Uhr soll der ganze Bums hier gehen. Wenn wir kurz vor 11 fertig, wären wir kurz vor 11 fertig. Und sollte ich das halt nicht schaffen, droht mir eine Strafe. Es wurde schon empfohlen, dass ich mit Pumps rumlaufen soll. Es wurde schon empfohlen, dass ich mir den Bart lila färben soll. Also die Bartfärbegeschichte ist so gesehen eine sehr gute Idee, weswegen ich da auch zu tendieren würde. Ich würde mir sogar auch die Haare wieder färben, ist auch kein Problem. Oder mir sogar eine Glatze scheren lassen. Also es ist auch kein Problem. Ja. Nun gut. Ihr könnt aber Vorschläge für eine Strafe an info@derchotv.de schicken. Das ist auch kein Problem. Wir starten direkt in die nächste Runde durch. Deswegen ich jetzt auch wieder auf den PlayStation-Emulator schalte. Alles andere wäre nämlich nicht gut. So. Und deswegen geht es sofort weiter. Ihr seht es jetzt, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. 16.000 Euro. Das ist der Stand der Dinge. Jetzt kommt erstmal nochmal die Fehlermeldung bzw. der Hinweis, die Bildschirmauflösung ist nicht passend, was jetzt auch ein bisschen laut ist. Aber ihr könnt jetzt wenigstens sehen, was Sache ist. Da ist es nämlich jetzt. Und ja, da bin ich zu sehen. Ganz weit oben. Das sollte eigentlich reichen, ne? Als bestanden. Nein. Also. Glatze. Ernsthaft, das würdest du tun? Also Big Basti, es ist wie schon gesagt, es werden Vorschläge gesammelt, dann werden sie in einen Strawpoll gepackt und das mit den meisten Stimmen gewinnt. Mein Bart werde ich nicht abrasieren, das steht definitiv fest, das habe ich auch gesagt. Der Bart bleibt dran. Er wird nur gefärbt, aber er wird nicht abgerissen, wollte ich schon sagen. Abrasiert, das definitiv nicht. So, wir starten auch jetzt weiter. Neue Runde, neues Glück. Ausgezeichnet. 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 So. Und ich habe alles wieder vorhin vergessen. Und da sind wir wieder. Wir haben wieder alles. Viel Vier Glück. Joker, Wir fangen natürlich wie 15 immer ganz Fragen. einfach an. Und Hier jetzt geht's kommt los. Ihre 50-Euro-Frage. Ich bin mal gespannt. Und jetzt scheitere ich direkt sofort wieder. Das Wirtshaus im Spessart war ein erfolgreicher Film mit Oh Gott! A. Petra Sand. B. Paula Korn, C. Clara Kies, D. Lieselotte Pulver. Ja, das ist die Synchronstimme, die deutsche Synchronstimme von Tom Hanks. Ja. Das Wirtshaus im Spessart war ein erfolgreicher Film mit Petra Sand, Paula Korn, Clara Kies, Lieselotte Pulver. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Soll ich jetzt Telefon-Joker schon und einen den Joker Publikums-Joker. einsetzen bei der ersten fucking Frage?
Für Jauch hat es vermutlich nicht gereicht. Den habe ich damals, den habe ich gesehen, damals, als die Sonne noch scheint. Na komm, davon gibt es nur eine. Ja, davon gibt es nur eine, aber es... Ich sollte wieder öfters Wikipedia-Artikel durchlesen, anstatt mit zu zocken. Oh Gott. Also einer weiß es im Chat, ne? Wer weiß es? Komm. Zwei wissen es. Vier. Fünf. Okay, ich setze den Chat-Joker. Ich setze ihn, ja, muss ich abreißen hier. So. Ich nehme den Silverfilmer. So, sag mir die Antwort. Und ich werde mir gleich in den Arsch speisen. Dieser Delay, der kotzt mich an. Ernsthaft? Ach so. Natürlich. Diese Leute Pulver? Okay. Ah, was halten Sie davon? Die 100-Euro-Frage. Wie wird ein Gefangenentransportauto genannt? Gefangenentransportauto. A. Blaue Mauritius. B. Grüne Minna. C. Schwarze Witwe. D. Weiße Maus. Lilo aus der Sesamstraße nicht? Oh nee, ne? Ich habe Sesamstraße schon seit Jahren nicht mehr geguckt. Och Mann. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch alle drei Joker. Ich habe ja wirklich diesen Abend immer wieder Angst gehabt. Ich habe mir auch gewünscht, dass die Technik heute nicht läuft. Aber also der ist jetzt wirklich einfach. Alter, ich blamier mich heute sowas von. Das ist die fucking Aufregung, wirklich. So, wie wird ein Gefangenentransportauto genannt? Blaue Mauritius, grüne Mina, schwarze Witwe, weiße Maus. Tut mir leid. Ah! Und was wäre es gewesen? Antwort B. Tja, aus und vorbei. Aus der Million wird leider nichts. Das war heute wirklich nicht Ihr Tag. Vielleicht haben Sie ja beim nächsten Mal mehr... Ich gehe jetzt. Tschüss. Warum komme ich auf Blau? Herzlichen Dank. Vorletzte Runde. Oh Mann. 15 richtige Antworten und schon halt sind die, sie Millionär. Halt die Klappe! Wenn man das Zeitliche segnet, dann geht man einer Redensart nach. A. Unter die Ostsee. B. In den Rhein. C. Auf dem Wasser. D. Über den Jordan. Dann gehe ich über den Jordan. Glückwunsch. 50 Euro. Ja. Sowas weiß ich, aber das ist nicht... Es geht weiter mit der 100-Euro-Frage. Ich sage, ich mache mich damit Wenn lächerlich. Wenn man ein Segelschiff vor den Wind legt, nennt man das... A. Gurgeln. B. Halsen. Big Basti, bitte keine Tipps. C. Näseln. D. Äugeln. Wenn man ein Schiff
vor dem Wind, von dem Wind legt, nennt man das Gurgeln, Halsen, Näseln, Äugeln. Was? Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. Man darf mitraten, aber dann bitte die Antwort nicht, bitte nicht in den Chat schreiben, sondern für sich behalten. Ganz schön schwer, ja, ganz schön schwer. Ich weiß es echt nicht, Leute, wirklich nicht. Ich weiß es echt nicht. Zum Übrigen Betäubungsdingen, das heißt, nein, das ist ein Brillenputztuch. Leute, ich weiß es nicht. Und dafür jetzt einen Joker einzusetzen. Ausschlussprinzip. So, gurgeln glaube ich nicht. So, gurgeln. Nein. Halsen, ich weiß nicht. Ja, nein. Und äugeln vielleicht auch, also näseln. Obwohl, näseln kommt auch irgendwie daher. Näseln hätte ich auch irgendwie. Also ich weiß nicht, B oder C? Bei D bin ich mir nicht so sicher. A schließe ich komplett aus. Wahrscheinlich ist A richtig. Alter, wenn A richtig ist, ne? Ich hab schon keine Lust mehr, wirklich. Solltest dich anders entscheiden, biete mich als Joker. Ich hätte zwei. Jetzt muss ich schon wieder den Chat-Joker einsetzen, oder was? Gut. Ausschlussprinzip. Okay, ich hab. So. Ich nehme wieder den Silverfilmer. So. Und jetzt sagt er bestimmt A. Soll ich die Antwort annehmen? B. Richtig, das sind 100 Euro für Sie. Und jetzt kommt das übliche Klischee, das hätte ich auch gesagt. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, gehören Ihnen 200 Euro. Eine TV-Serie heißt Beverly Hills. 90, 210. A, schön und reich. Schön und reich. B, 90, 210. Ja komm, wir verschwenden nur C, Zeit. 20. Wir verschwenden. Ups. Oh oh. So. 90, 210. Hier. Weiter so. 200 Euro für Sie. Solche Fragen weiß ich. Solche Fragen weiß ich. Aber. Oh Mann. Es geht weiter mit Frage Nummer 4. Ganz ruhig. Lassen Sie sich Zeit. Hier. Klappe. Was ist ein Heimchen? A. Kleiner Wohnwagen. B. Stubenhocker. C. Gedichtform. D. Grillenart. Ein Heimchen ist kein klein... ist also C oder D? C oder D? Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch alle drei Joker. Den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und den Publikums-Joker. C oder D? Eins dieser beiden Antworten ist es. Aber ich würde eher zu D tendieren. Da bin ich mir sicher. D. Eine Grillenart, ein Heimchen. Eine Gedichtform als Heimchen, nie gehört. Obwohl ich mich auch schon nicht mehr dran erinnern kann mit den Gedichtformen damals in der Schule. Also... da bin ich mir so ungefähr sicher, dass nichts, also ich sag mal Grillenart 85%, Gedichtform 15%. Eigentlich wäre es dann ja auch klar, aber trotzdem habe ich noch Angst, weil das bei den ersten 5 Fragen ist. Ich werde eigentlich darauf, dass jemand was in den Chat schreibt, aber auch egal. Der erste Gedanke ist meist der richtige.
Wollen Sie es wirklich riskieren? Sie haben recht. Und 300 Euro. Sie haben noch alle drei Joker. Nur noch eine Frage, dann haben Sie 500 Euro sicher. Und hier ist sie. Welcher Fußballer aus Leverkusen wechselte im Jahr 2002 zu Bayern München? Wer? A. Jörg Butt. B. Jens Nowotny. C. Michael Ballack. D. Ulf Kirsten. Ich glaube, ich weiß es zu 100%. Im Übrigen, Bayern hat, glaube ich, gegen Leipzig gewonnen, ne? Ja, gibt es später was dazu auf derchotv.de. Wenn nicht, dann morgen bei Update Sport. Noch können Sie alles verlieren. Dummball, da bin ich raus. Ruhe nach, bevor Sie also, antworten. 2002, das ist jetzt 15 fucking Jahre her. Leverkusen, wo ist das denn? Auf den Malediven? Ja, das ist dabei. Ey, das sagt nur Eike. Dummball, genau. Fußball, Bundesliga 2002. Jörg Butt, Jens Nowotny, Michael Ballack oder Ulf Kirsten. Ballack hat für die Bayern gespielt, zuletzt ja für Chelsea. Was macht er eigentlich heute? Was macht Michael Ballack heute? Leipzig hat gewonnen. Gegen Bayern? Nein, ich frage nach, ob... Versteht mich nicht. Ich sag Ballack. Ohne Joker. Und wenn das richtig, und wenn das falsch ist, weißt du, dann kann mich der Verein Bayern München mal kreuzweise Werbung ab für den Urlaub, für ab in den Urlaub. Ballack chillt sein Life. Ballack chillt sein Life, weißt du. Also Ballack hat auch Werbung gemacht oder so, aber ich glaube, fußballtechnisch ist er, glaube ich, nirgendwo mehr unterwegs. Selbst wenn man ihn mal so ein bisschen fragt, wenn er da mal unterwegs ist. Aber ich würde Michael Ballack sagen. Jens Nowotny, ich glaube nicht. Der hat, glaube ich, woanders gespielt, ist dann zu Bayern gewechselt. Jörg Butt sagt mir leider gerade nichts. Und Ulf Kirsten, da weiß ich auch nichts. Also ich bin ja da, was das angeht, nicht immer so up-to-date beim Fußball. Er war bis 2016 Experte bei ESPN. Oh. Ja, good evening, my name is Michael Ballack. I'm from Germany. Entschuldigung. Ich versuche gerade ein bisschen lustiger rüberzukommen, damit es nicht so lächerlich aussieht, wenn ich hier verkacke. Ich sag Michael Ballack. Wenn ich die Antwort angenommen habe, das ist, das ist komplettes Risiko, Michael Ballack. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Wenn die Antwort richtig ist, haben Sie 500 Euro. Aber ist sie es wirklich? Natürlich. Und da ist man sich trotzdem nicht sicher. Warum? Weil diese Aufregung da ist, diese Schisshaftigkeit, wie ich sie mal nenne, dass du verkackst. 500 Euro haben sie schon mal sicher. Und hier kommt auch schon die 1000-Euro-Frage. 1000-Euro-Frage. So. Jörg Butt spielte auch für Bayern von 2008 bis 2012. Eine Felskette der Südtiroler Dolomiten heißt... A. Tulpenhain. B. Rosengarten. C. Glockengipfel. D. Lilienreich. Eine Felskette? Also Glockengipfel würde direkt, sagen wir mal, okay, ich kriege hier gerade die Infos. Jörg Butt spielte auch für die Bayern von 2008 bis 2012. Kam ja erst 6 Jahre später entsprechend und war Lassen zweiter Sie Torwart bei der WM. Ach, Sie guck haben noch mal. Alle drei Joker. Den 50-50-Joker, Warum erinnere ich mich nicht den dran? Telefon-Joker Egal. Und den Publikumsjoker. Gut, jetzt haben wir eine neue Frage. Eine Felskette der Südtiroler Dolomiten heißt Tulpenhain, Rosengarten, Glockengipfel, Lilienreich. Ich wäre für C, Glockengipfel, weil das so mit Großglockner und bla und alles, ne? Aber mein Drang dazu, einen Joker einzusetzen, wird höher. So, das will ich gerade mal hier so sagen, ne? Ich war mal gut in Erdkunde. Wie heißt es heute? Geografie, ne? Ja, Großglockner ist ganz woanders, sag ich mal so. Ja, ist gerade so aufgefallen. So, Großglockner ist ganz woanders, war die.
Ja. Ich war mal früher in Erdkunde gut. Damals vor dem Krieg. Vor 10 Jahren oder so. Als ich noch zur Schule gegangen bin. Echt, komm. Ich mach's mal jetzt nicht so spannend. Ich hoffe, jetzt drücke ich nichts Falsches. Und lasse mal das Publikum reden. Wie Sie wollen. Fragen wir das Publikum. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Aha, das ist eine überwältigende Mehrheit für Antwort B. 4% sagen Tulpenhain. Schließen Sie sich der Meinung der Zuschauer an? 17% sagen Glockengipfel. Und 20% sagen Linienreich. Und 59% sagen Rosengarten. Geografie heißt das heute. Ja, Geografie. Damals hieß es noch Erdkunde. Da wisst ihr, wie lange ich mir schon zur Schule gegangen bin. Alles vergessen hat der Typ. Alles vergessen. Gut, ich schließe mich dem Publikum an. Bringt ja nichts. Sind Sie ganz sicher? Dann ist das Spiel schuld. Na also, schon sind gut, dann lag ich komplett falsch. Warum ich auch immer auf den Großglockner gekommen bin, keine Ahnung. Aber der liegt ganz woanders. Nicht in Tirol. Langsam wird es ernst. Ab jetzt vergrößert sich Ihr Gewinn sehr schnell, wenn Sie meine Fragen richtig beantworten. Noch 9 Fragen bis zur Million. Verlieren wir keine Zeit. Es geht um 2000 Euro. Mimi. Die Frau welchen Handwerkers beendete das fleißige Treiben der Heinzelmännchen? A. Fleischer. B. Küfer. C. Zimmermann. D. Schneider. Okay. Lassen Sie sich Zeit. Sie können immer noch einen Freund anrufen oder mit dem 50-50-Joker Ihr Glück versuchen. Glück. Intelligenz ist gefragt. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Handwerkers. Saugt und bläst der Heinzelmann. Ich tendiere zum Zimmermann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Okay, ist das... Das ist jetzt der ganze Text, ne? Ist aus einem Sketch von Loriot. Oh. Und ich kenne nicht alle Sketche. Ich kenne nicht alle Sketche von Loriot, sei es mal so gesagt. Jugendliche würden wegen Blasen anfangen, dumm zu kichern. Blasen. So ungefähr. Bin da leider raus. Ich kenne leider nur das Schweinzelmännchen. Ja. Ja, Quacksaram bietet sich mal wieder und vermutlich wieder ohne Erfolg als Chat-Joker an. Das Problem ist leider nur, ich habe den Chat-Joker ja schon benutzt. So. Was mir aber jetzt die Frage stellt, und da frage ich wirklich ernsthaft, Küffer. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, aber habe es vergessen. Was ist ein Küffer? Und ich nur die Meinzelmännchen, deswegen ich auch nur die Meinzelmännchen. Ne? Guten Abend! Na? Also, ich würde ja zum Zimmermann tendieren. Na? Aber auch zum Schneider. Nein, wie der aktuell, ich will heute nicht wissen, was. Weed Küffer. Weed. Fassbinder. Fassbinder, okay. Küffer sind Fassmacher, Fassbinder, okay. Oder Böttcher. Uiuiuiui.
Na gut, die alten Begriffe. Ja. Vielen Dank für die Info. Okay, ein Fassbinder. Gut, komm. Ich bin mal ausnahmsweise mal dafür, dass ich den nächsten Jocker einsetze. Okay, grenzen wir die Antwortmöglichkeiten ein wenig ein. Computer, bitte lösche 2 falsche Antworten. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Antwort B oder D? Klingt beides gut, oder? Eieieiei. Okay, wir haben sogar Mainz. Ja, in Mainz gibt es ja die Mainz-Milliarden, ja, wegen dem ZDF, ne? Das ist ja klar. Also, ich würde jetzt dann zum Schneider tendieren. Warte mal, ich lese mir das nochmal durch, was hier nochmal geschrieben wurde. Moment. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst dumm ist. Ich glaube, das... Also, es könnte jetzt für mich in die Hose gehen mit dem Versuch. Und wir sind dann beim letzten Versuch. Würde auch bedeuten, wenn ich diesen Versuch nicht meistere, hat das Spiel gewonnen. So als kurze Info. Ist die Frage richtig, habe ich nur noch den Telefonjoker. Also ist die Frage richtig, ist die Antwort richtig. Brr. Ne? Also, ich tendiere zum Schneider. Frag mich nicht warum, weil ich immer auf Handwerker stehe. Handwerker. Der Küffer ist auch, Fassbinder ist auch ein Handwerker. Aber warum komme ich auf den Schneider? Hier ist meine Nummer. Telefonnummer zensiert wegen Privatsphärenschutz. Ja, nee, ich habe ja gesagt, die Joker müssten ja realistisch sein. Nicht realistisch sein, sondern aus dem Spiel. Der einzige realistische Joker ist der Chat-Joker, den ich aber jetzt nicht einsetzen kann, weil ich den schon bei der ersten dummen Frage eingesetzt habe. So. Okay. Also. Das hat was mit Loriot zu tun. Damit frage ich jetzt erstmal den Chat. Das da. So wie ich das jetzt von euch mitgenommen. Nicht, dass ihr mich irgendwie irritieren wollt oder so. Und hat es was mit Blasen zu tun? Nein. Mit Blasen hat das nichts zu tun, glaube ich. Definitiv nicht. Also es ist entweder der Fassbinder, also der Küffer, oder halt der Schneider. Als kurze Info. Ich habe aus Spannungsgründen das Licht gedimmt. Ja, ich kann das Licht leider nicht dimmen. Ich kann es nur ausschalten und dann sieht man mich gar nicht mehr. Nein, das hat nichts mit Loriot zu tun. Okay, gut, dann ist es aus irgendeiner Sage. Okay. Dann sage ich Schneider. Mein letztes Wort. Sind Sie ganz sicher? Ich hab keinen Bock, dass es falsch ist. Erbsen. Ach so, okay, gut. Ich lasse diesen Trommelwirbel noch, ich genieße diesen Moment. Geht gerade ein bisschen ab, wa?
Holy shit, Vollspannung. Wie? Ich habe auf Nein gedrückt. Ah, komm. Ist das. Nee, sind das. Sie sicher? Erbsen. Ernsthaft? Ich habe jetzt gedrückt. Wer sagt's denn? Die 2000 Euro gehören Ihnen. Wenn Sie möchten, können Sie immer noch einen Freund anrufen. Frage Nummer 8 ist 4000 Euro wert. Lassen Sie sich Zeit, Sie müssen nicht antworten. Sehen wir uns erst einmal die Frage an. Entschuldigung. Ein satirisches Buch von Ephraim Kishon heißt A. Der Blaumilchkanal, B. Der Rotsaftbach, C. Der Gelbweinstrom, D. Der Grünbierfluss. Sie streute Erbsen auf den Boden, dadurch rutschten die Heinzelmännchen aus und wurden entdeckt. Ah, gut, deswegen der Tipp Erbsen. Okay, dankeschön dafür. So. Ein satirisches Buch von Ephraim Kishon heißt Der Blaumilchkanal, der rosa Saftbach, der Gelbweinstrom oder der Grünbierfluss. Blau, Rot, Gelb, Grün. Milch, Saft, Wein, Bier. Kanal, Bach, Strom, Fluss. Wenn Sie falsch antworten, fallen Sie auf 500 Euro zurück. Und Quacksara Kam hat das Buch auch noch in seinem Bücherregal. Ich glaube es nicht. Kann mir jemand mal bitte sagen, wann ob Ephraim Kishon noch lebt oder ob er schon tot ist? Um Gottes Willen, wenn er nicht tot ist, dann bitte, ne? Weil ich glaube zumindest zu wissen dann, wer das ist. Ich liebe Kishon. Die Antwort war Schneider. Antwort D. Der lebt nicht mehr. Okay, der lebt nicht mehr. Er ist schon tot. Gott hab ihn selig. 2005 verstorben. Das Buch ist von 1971. Ja, super. Vor meiner Zeit. Was soll ich das denn wissen? War ein israelischer Satire-Schriftsteller. Bitteschön. Okay. Ich weiß die Antwort dank dieses Spiels. Hä? The Big Dick. Okay, Holger. Ich verstehe das jetzt nicht, was du damit meinst. Ich glaube, es hat wohl wahrscheinlich was mit dem Bildschirm zu tun, der Farbe wahrscheinlich hier. Ja. Jetzt kommt, was ist am meisten vertreten? Grün. Also D oder was? Ich hatte es damals gespielt. Ach so. Okay, das stimmt, du hast es genau. Gut. Ja, leider ist der Chat-Joker schon raus. Wie immer. Er überlebt nie die ersten 5 Fragen. Das ist toll. Ja. Die Farbe sieht man sehr oft da. Wenn du die Antwort kennst, kannst du eine Krone tragen. Oh Gottes Willen. Übersetzung von Friedrich Thorberg vorliegt. Was? Okay. Gut, die Farbe sieht man sehr oft da, also grün. Ne? Grün im Moment. Hä? Folge ich euch? Kann ich euch folgen? Tut der doofe Wadi so, als würde er es wissen? Nur die Farbe, nicht ganz. Mal gucken, ob der jetzt gleich mal hier so
wissen, welche das ist. Ah, hier lese ich gerade. Und das Gewässer ist nach dem Hauptcharakter benannt, der geisteskrank ist. Einem aus der Irrenanstalt entflohenen Geisteskranken, der prompt beginnt, die wichtigste Hauptverkehrsstraße Allenby Road in Tel Aviv mit einem Presslufthammer aufzureißen, als die Polizei notgedrungen beginnt. Gewässer sind... Wurde der Stoff von einem freies SFB und Kanal Plus unter dem gleichen Titel verfilmt. Nach Angaben des FSB war. Okay. Ich nie verstehe. Also mit der Farbe stimmt das nicht. Also grün, also D ist dann ausgeschlossen. Okay, D ist ausgeschlossen. So, das heißt, dann bleibt nur noch A, B und C übrig. Jetzt ist mir der Tipp Gewässer gekommen. Okay, Blaumilch, Kanal, Strom, Bach. Bach, nein, Bach, Kanal. Ja gut, komm. Dann nehme ich... Ich habe so scheiße... Ich glaube, ich bin so doof, um das jetzt halt nicht hier... Welche Amtsbibliotheken werden immer weiter ins Verrückte gesponnen, jedoch auf eine Weise, dass sich der Leser die bizarr und kühl geschilderte Situation doch ist. Okay, Big Basti, dass du jetzt schön da irgendwie was aus Wikipedia nimmst oder so, oder irgendeinen Buchtipp, das ist sehr schön, aber das hilft mir gerade auch nicht weiter. Kühl. Kühl, in Anführungsstrichen. Sind Sie ganz sicher? Ah? Ha? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den 4000 Euro. Der Blaumilchkanal? Sie spielen jetzt um 8000 Euro. Alles, was ich von Ihnen will, ist die richtige Antwort auf die nächste Frage. Und hier ist sie schon. Okay. Welcher bekannte Politiker erklärte am 28. April 1969 seinen Rücktritt? A. Willy Brandt, B. Richard Nixon, C. Mao Zedong, D. Charles de Gaulle. Richard Nixon, Watergate war später. Mao Zedong ist irgendwann abgenippelt. Charles de Gaulle etwas früher oder später, keine Ahnung. Und Willy Brandt ist zurückgetreten wegen der Guillaume-Affäre. Günther Guillaume. So, Spitzel aus der DDR. War sogar der Vertraute von Willy Brandt. Oh, sehe ich da Schweißperlen auf Ihrer Stirn? Nein. Sie können jetzt aufhören oder um 8000 Euro. Es ist Soll Willy ich die Antwort annehmen? Brandt. Es ist Willy Brandt. So schnell verliert man hier 3.500 Euro. Die Antwort ist leider falsch. Antwort D wäre es gewesen. Kopf hoch! 500 Euro gehören Ihnen. Sie haben sich wacker geschlagen. Versuchen Sie es ist mir gerade auch aufgefallen. Von Wer wird Millionär? Doch noch einmal.
Ich bin ein Idiot. Ah, Leute, ihr könnt schon mal anfangen, Dingens zu schicken. Ihr könnt schon mal anfangen, Vorschläge zu schicken, was passieren soll für eine Strafe. Kann ja mal passieren. Ich sag's mal so, wenn man tausendmal immer wieder Dokus zur deutschen Geschichte anguckt und sich nie immer diese Zahlen merkt, ne, oder geradewegs zum deutschen Herbst oder weiß ich was in den Tagen, ne? Was soll ich denn wissen? Ah! Das wird mich jetzt ohne Scheiß bis zu meinem nächsten schlimmen Scheiß wird mich das jetzt auch nochmal jagen. So. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal eine finale Pause. Und danach spielen wir die letzte Runde. Ja, definitiv die letzte Runde. Beziehungsweise die letzten Runden. Sollte ich direkt sofort beim ersten Mal wieder verkacken, spielen wir noch eine Runde, bis nicht mehr geht. Im Vergleich zur TV-Variante finde ich es aber auch echt schwer. Einer geht noch, schalalalala. einer geht noch rein. Ja, wie schon gesagt, also rechnet mal damit, dass das heute nichts mit dem Erfolg wird. Das ist definitiv heute eine Niederlage. Und ja, damit kann ich mich auf Strafen vorbereiten. Wie schon gesagt, schickt mir schon eine Strafe. Also trotzdem werden wir gleich noch eine Runde spielen. Mehr werde ich dazu nicht sagen. So, dann werden wir jetzt erst, ich mache jetzt eine kurze Pause, werde mich weiterhin erstmal noch in die Ecke gehen und schämen. Obwohl alle Ecken hier des Studios bzw. des Zimmers, obwohl, nee, da hinten ist noch eine Ecke frei, da kann ich gleich hingehen und mich schämen gehen. Derweil mache ich jetzt eine Pause und bin gleich wieder da. Bis gleich.